Davor haben die meisten noch nie gestanden, vor einer Apparatur zum Beispiel, mit der vor 60 Jahren schon gute Luftaufnahmen gemacht werden konnten, oder vor Bauteilen von Planetarien. Carl Zeiss machte es zu seinem Tag der offenen Tür heute möglich. Zum ersten Mal durfte jedermann selbst ins technische Archiv. Und diese Einladung nahmen mehrere tausend Menschen gerne an. Die Chance gibt es nicht alle Tage und so wollten viele schon am Morgen keine Zeit verschenken. Gleich um 9 drängten sie sich, um zu sehen, wie bei Carl Zeiss in Jena aus Wissenschaft Hochtechnologien gemacht werden und einträgliche Geschäfte weltweit. 17 Aufträge für Planetarien allein im letzten Jahr. Im Power Dome Center bekommen die Gäste schnell ein Gefühl dafür, warum Lösungen für Ganzkuppelprojektionen aus Jena so gefragt sind. Erstmals öffentlich zugänglich das technische Archiv. 2300 Maschinen, Instrumente und Erinnerungsstücke. Auch an die Schlagzeile, die DDR habe einen 1-Megabit-Speicher serienreif. Wir haben zum Beispiel einige Megachips hier, aber auch das Gerät, mit dem diese Megachips hergestellt worden sind, den AÜR, automatischer Überdeckungsrepeater, und ein Schnittmodell des Objektivs, das sich in diesem Gerät befindet. Man hat Prototypen zum Laufen gebracht, aber eine Serienproduktion hätte man wahrscheinlich nicht zum Laufen gebracht. Viele Kinder standen heute Schlange in der Abteilung, für die sich die 13-jährige Annika Wachtelborn besonders interessierte. Denn hier arbeitet ihre Mutti. Was sie Tag für Tag macht, das konnte Annika nun einmal ausprobieren. Rausgekommen ist am Ende eine selbstgebaute Handlupe mit 6-facher Vergrößerung. Ein Andenken an diesen Tag der offenen Tür. Der brachte auch für viele Brillenträger neue Einsichten. Denn die Zeiss-Mitarbeiter stellten ihre neuen Verfahren vor für die noch genauere Brillenglasbestimmung. Diese Entwicklung hatte erst vor 3 Tagen überregional für Schlagzeilen gesorgt. 20.000 Besucher, darauf hatte sich das Unternehmen heute eingestellt. Aber diese Marke dürfte bereits am Nachmittag geknackt gewesen sein.